Namaste. Als ich mich auf diese Yoga-Klasse vorbereitet habe, war ich im Gespräch mit oder im Austausch mit vielen Kolleginnen und Freunden und Freundinnen und wollte einfach mal erfahren, wie sie im Augenblick die Situation, in der wir leben, also die Pandemie, die uns beeinflusst, wie sie damit umgehen. Und da haben sich so mehr oder weniger zwei unterschiedliche Strömungen rauskristallisiert. Zum einen die Erfahrung der Lethargie, also so nach der Einstellung, ich kann das sowieso nicht ändern. Ja, es ist etwas, das von außen auf mich eingebrochen ist, etwas, das mich bestimmt und beeinflusst. Und es ist eigentlich egal, was ich mache oder tue. Ich kann diese Pandemie und ihre Folgen und Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf die Wirtschaft, auf das soziale Leben oder auf mich selbst sowieso nicht verändern. Ich habe das nicht unter Kontrolle. Und dementsprechend ist damit auch auf die Erfahrung eine Fremdbestimmtheit verbunden. Ja, es ist egal, was ich mache. Also brauche ich auch nichts tun. Und die andere Erfahrung, die ich auch aus Gesprächen herauskristallisiert habe, ist eher die Erfahrung der völligen Überforderung. Ja, die Welt hat sich geändert, dramatisch. Sie ist eigentlich auch nicht mehr vorhersehbar oder vorausschaubar. Und jede Woche ist wieder was anderes, das geschieht, sind andere Zahlen der Pandemie, andere Einflüsse auf uns, andere Regulierungen, die uns und unser Sozialleben oder unser Beruf oder unseren Alltag beeinflussen. Und da ist nichts mehr routiniert und nichts mehr sicher. Und das ist auch oft mit einer Erfahrung der Überforderung verbunden. Besonders wenn es Familien sind, die Kinder haben, oder kleinen Kinder, die eben nicht mehr in den Kindergarten gehen können, da sie nicht in die Notbetreuung kommen können, oder die etwas größere Kinder haben oder Jugendliche haben, die Homeschooling machen müssen. Ja, und das überfordert. Ja, ich habe ja einen Beruf, ich muss dem tätig werden, dem nachkommen. Ich habe ganz viele Dinge, die ich erledigen muss. Ich habe Kinder, die ich lehren und schulen und irgendwie auch beschäftigen muss. Und das ist die Erfahrung, ich bin auf mich allein gestellt. Ja, mir hilft vielleicht auch gar keiner. Oder ich habe gar keine Zeit mehr für mich selbst, da die Welt mich herausfordert und ich immer nur den Dingen hinterherrenne und ausbrenne. Und aus diesen Erfahrungen habe ich mir überlegt, eine Yoga-Klasse zu machen, die ein bisschen Freiraum schaffen soll, Freiraum für dich selbst. Das geht natürlich nur im kleinen Rahmen, und zwar nur im inneren Rahmen, denn wir können das Äußere ja nicht verändern. Die Pandemie ist da, die Auswirkungen sind da, alles ist da, wie es nun mal so ist. Und das führt mich zu einem ersten Punkt dieser Klasse, Dinge so anzunehmen, wie sie sind. Wir können die äußere Welt nur in begrenztem Maße beeinflussen. Und wenn wir das tun wollen und die Erfahrung machen, dass wir es nicht verändern können, dann entsteht da eben Lethargie auf der einen Seite daraus oder eben die Überforderung oder das Ausbrennen auf der anderen Seite. Und ich möchte dich heute mal einladen, dir Zeit für dich selbst zu schenken. Und das ist ein ganz großes Anliegen dieser Yoga-Klasse. Wie gesagt, wir können das wahrscheinlich nicht im äußeren Rahmen wirklich beeinflussen. Aber was wir anschauen oder auch verändern können oder anpassen können, ist das Innere. Ja, also wie fühle ich mich? Welche Erfahrungen mache ich in der Welt, wie sie ist? Und wenn ich einen Gedanken in diese Welt bringe, dann vielleicht den, dass die Welt nun mal so ist, wie sie ist. Ja, ich kann nicht immer alles verändern oder beeinflussen, aber ich kann versuchen, die Welt erstmal so anzunehmen, wie sie nun mal ist. Mit all den Dingen, die dazugehören und auch der Erfahrung der Überforderung oder Unterforderung oder des keine Zeit mehr Habens. Und wenn ich das Äußere erstmal so annehme, wie es ist, und das sage ich jetzt ganz einfach so, aber es ist nicht einfach, ja, aber einen Moment mal den Gedanken zulassen, dass das Äußere so, wie es ist, die Welt so, wie sie ist, auch so sein kann oder vielleicht sogar sein darf.
dann kann ich mich dem Inneren zuwenden und mir die Frage stellen, wie stehe ich denn zur Welt, wie sie gerade ist? Ja. Und diese Yoga-Klasse soll ein bisschen Zeit dir schenken, Zeit für dich selbst, um mal diesen Blick nach innen zu bringen. Was bin ich, wie bin ich, wenn die Welt da draußen so ist, wie sie ist? Und ich möchte das auf einen Fokus bringen, und das ist die Erfahrung der Zeit. Zeit haben für sich selbst. Ja, und das fällt vielen im Moment schwer, das weiß ich, und das geht mir auch nicht anders. Denn Soziologen nennen das, was wir im Moment machen, eine Erfahrung der Beschleunigung. Ja. Da möchte ich mal kurz so ausholen, warum ich das jetzt in den Mittelpunkt dieser Stunde bringe. Wir machen die Erfahrung im Moment der Beschleunigung. Dinge sind nicht mehr vorhersehbar, sind nicht mehr routiniert und gewohnt. Jeden Tag, jede Woche ändert sich irgendwas. Gibt es was Neues, das da auftritt. Ja. Damit muss ich erstmal klarkommen. Dann hat sich das Berufsleben verändert. Viele von uns sind nicht mehr im Büro, haben da klar abgegrenzte Zeiten, an denen sie arbeiten, sondern sind im Homeoffice zu Hause. Und da verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben. Ja, wir haben nicht mehr diesen klar strukturierten 9-to-5-Tag, also von klar definierten Grenzen, wann ich arbeite und wann mein Privatleben beginnt. Das verschwimmt miteinander. Wenn ich jetzt noch Kinder habe, die noch Lehre und die Schule auch noch bin, ja, dann habe ich überhaupt nicht mehr irgendwie klare Strukturen. Und das ist die Erfahrung der Beschleunigung. Es gibt keine Zeit mehr. Keine Zeit mehr für dieses und jenes und für mich selbst schon gar nicht. Ja. Dann kommt die Technik noch obendrauf. Ja, wir sitzen am Rechner, da kommt eine E-Mail rein. Die kommt eben nicht mehr zwischen 9 und 17 Uhr auf meinen Rechner, wo ich sie lesen kann, sondern die kommt eben auch mal 19 Uhr oder 20 Uhr. Dann kommt ein WhatsApp dazu mit einer Frage einer Kollegen oder etwas, das ich beantworten muss, und das mache ich dann vielleicht auch noch 22.30 Uhr. Und mein Gegenüber hat ja auch die Erwartung, dass, wenn sie eine Nachricht schreibt, dass die auch zeitnah beantwortet wird. Ist ja nicht mehr so wie früher. Ja, ich schreibe einen Brief und der ist dann unterwegs und wird irgendwann zugestellt und dann wird eine Rückantwort geschrieben, die wird wieder zugestellt und dann habe ich die Kommunikation beendet. Das hat Tage gebraucht. Jetzt braucht eine Kommunikation Sekundenbruchteile. Und das ist auch ein Teil der Erwartung. Ja. Ich erwarte, dass eine Frage, die ich schreibe, oder eine WhatsApp-Nachricht, dass die auch zeitnah beantwortet wird. Und das kann eben auch früh um 6 sein oder abends um 10 oder um 11. Ja, und so verschwinden Räume, die ich mir selbst schaffen kann. Und so entsteht der Eindruck, alles rast, alles wird immer schneller, alles überfordert mich. Ja, ich muss dies und das und jenes tun und habe keine Zeit mehr. Und deswegen möchte ich mit dir diese Yoga-Klasse so kreieren, dass wir Zeit schaffen, Zeit für uns selbst. Natürlich weiß ich auch, dass es, wenn du die Yoga-Klasse jetzt mitmachst, dass das ja etwas von außen ist. Also ich sage dir ja von außen, was wir tun, oder leite dich an oder gebe dir Empfehlungen für diese Stunde. Und möchte dich doch einladen, immer wieder nach innen zu spüren und eine Verbundenheit nach innen zu schaffen. Für die Yoga-Praxis an sich bedeutet das, dass ich nicht allzu viele Anweisungen, oder Anweisungen ist vielleicht nicht ganz richtig, Vorschläge gebe, wie wir in bestimmten Haltungen ankommen. Ich werde nicht viel Feinjustierung machen im Körper, nicht viel Korrekturen, sondern dich einfach bitten, für dich selbst eine gute, stimmige Yoga-Haltung zu finden. Und das wird heute Mittelteil der Stunde eine Heldenserie sein, also Held 1 und Held 2. Beziehungsweise schauen wir mal, wohin die Reise geht. Und wenn ich da jetzt von außen dir Empfehlungen gebe, wie du etwas machst oder machen kannst, dann ist das wieder so ein äußerer Impuls. Und deswegen bitte ich dich, ein bisschen mehr nach innen zu spüren. Ja? Wo fühlst du dich wohl, in welcher Haltung, was möchtest du variieren oder verändern? Und wirklich diesen Blick nach innen zu öffnen. Denn hier in uns, da kreieren wir etwas Wunderbares. Da entsteht Raum, ein Wahrnehmungsraum, ein Wahrnehmungsfeld, in dem wir ankommen können, ja,
Ich kann in mir sein. Nicht im Äußeren, sondern wirklich in mir, ganz tief in mir verankert. Ich spüre mich, ich bin bei mir. Und das löst so etwas auf, wie stehe ich zur äußeren Welt, was geschieht um mich herum, nervt mich das, strengt mich das an oder was passiert mit mir und dem Äußeren. Lass uns im Inneren bleiben und schauen, wie es da ist. Und da entsteht auch im Lauf dieser Stunde vielleicht die Erfahrung von Zeit. Ich komme in mir an, bin bei mir, wirklich, wirklich bei mir. Nicht nur, wenn ich das will oder soll, sondern wirklich, wenn ich es fühle. Verbunden sein mit mir selbst. Dann entsteht Zeit, dann löst sich eine Zeitstruktur auf. Dann entsteht Raum, um zu sein. Gut. Und ich möchte dich einladen, das in dieser Yoga-Klasse zu entdecken. Wir werden das mit einer kleinen Yoga-Praxis machen und dann eine Phase der Atemachtsamkeit und Meditation anschließen. Und bitte dich zum Vierfüßler. Komm zu einem guten Vierfüßler deiner Wahl und finde Bewegungen für dich. Ganz intuitiv, Bewegungen, die dir jetzt gut tun. Und woran machst du das fest, was dir gut tut? Das ist sicherlich ein Gespür. Ja, der Körper hat ein Gefühl. Der Körper kann sich spüren, kann sich wahrnehmen. Und eigentlich weiß dein Körper recht gut, was er braucht. Du brauchst einfach nur diesen Signalen nachzugehen, diesen Wünschen deines Körpers. Dann verändert das auch die Qualität, dann ist es nicht mehr dreimal so und dreimal so, weil das jemand sagt oder weil ich das machen will oder soll, sondern dann entsteht etwas aus sich selbst heraus. Und das braucht nicht viel, das braucht nur die Aufmerksamkeit zu dir. Bleib immer bei dir. Fließ in die Bewegung, lass sie größer werden. Und nicht darüber nachdenken oder planen, sondern geschehen und entstehen lassen. Aus dem Körper, aus dir selbst heraus. Und dann kommen diese Intuitionen in den abwärtsschauenden Hund. Und bleib noch in der Bewegung. Ja, und entdecke in der Bewegung, was dir gut tut, was dein Körper mag. Magst du ein bisschen Dehnung, ein bisschen Ruhe, ein bisschen Kraft oder von jedem mal was? Wo wollen sich Fasern deines Körpers strecken und räkeln? Wie atmest du? Dann kannst du die Atmung mit dieser Bewegung verbinden. Dann komm wieder zurück, ein Katzenbuckel nach unten, ein Pferderücken und dann das Kind. Und dann bleib hier einen Augenblick, lass die Hände fahren und spür nach. Wie geht's dem Körper? Ist da vielleicht schon etwas Bewegung integriert oder kribbelt da was oder ist was etwas wärmer geworden? Wie atmet es in dir? Und dann komm wieder nach oben in den Katzenbuckel, den Pferderücken und ein neues Mal in den abwärtsschauenden Hund. Dann lass ihn hier nochmal aus der Bewegung entstehen und dann führ die Bewegung zur Ruhe. Schenk dir einen Moment Zeit. Zeit, um nicht darüber nachzudenken, wie diese Form jetzt von außen aussehen sollte, damit sie perfekt wäre, sondern nimm dir Zeit, um zu spüren. Spür den Körper. Spür dich in dieser Haltung. Und beobachte, was daraus entsteht. Welcher Wunsch. Mal zu justieren, mal weiter zu strecken, mal was zu verändern oder einfach so zu bleiben, wie es ist. Dann nimm die Atmung wahr. Wie fließt sie jetzt in diesem Asana? Na, dann komm in den hohen Liegestütz nach vorn.
Richte ihn für dich gut ein, mit all den Dingen, die dazugehören, vielleicht die Rückseite strecken, vielleicht zwischen den Schultern nach oben schieben, eine gute Höhe mit dem Becken erfahren. Und dann komm hier an und spür wieder, was macht das mit dem Körper, diese Haltung? Wo ist jetzt Anspruch, wo ist Kraft, wo ist Wärme, wo fängt vielleicht was an zu vibrieren? Was macht das mit der Atmung? Was macht das mit dem Geist? Wird der jetzt fest? Fängt er an zu rebellieren? Wird er ärgerlich oder wird er eher ruhiger? Einmal tief atmen. Dann komm in die Bauchlage nach unten. Und entdeck wieder kleine oder große Bewegungswünsche deines Körpers. Ja, dann kommen eine angenehme Cobra, eine angenehme Rückbeuge nach oben. Und komm ausatmend wieder tiefer. Und im Einatmen richte dich nach vorn hoch in die Cobra auf. Ausatmend, komm tiefer zur Erde. Nochmal einatmend aufrichten, nach vorn hochrollen. Ausatmend zurück in den abwärts schauenden Hund kommen. Einatmend in den Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen zum Kind. Einatmen nach oben, den Katzenbuckel, den Pferderücken. Ausatmen zum abwärts schauenden Hund. Und finde ihn wieder, finde deine Position hier. Schenk dir Zeit, um anzukommen mit Körper, Atmung und Geist. Dann hebt dein rechtes Bein nach hinten hoch. Der einbeinige abwärts schauende Hund beugt dein linkes Knie bitte an. Hebt deine rechte Ferse etwas höher und schieb sie weiter nach hinten. Streck dich, schieb dich ganz weit zurück. Und dann beobachte, ob die linke Ferse vielleicht etwas tiefer sinken könnte und was das mit den Dehnungen deines Körpers macht. Beobachte die Atmung. Heb dir eine linke Ferse ganz weit nach oben, komm auf die Zehenballen, zieh das rechte Knie zum Brustkorb, komm mit den Schultern nach vorn, halte hier kurz und atme. Zieh das rechte Knie höher zum Brustkorb und stell den rechten Fuß nach vorn auf. Und atme durch. Nutz die nächste Einatmung, zieh die Füße sanft zueinander. Stell dir vor, du faltest die Unterlage, auf der du bist und atme aus, entspann die Beine, lass die Füße auseinandergleiten. Einatmend die Füße etwas zueinander ziehen, spür die Kraft der Beine, das Heben des Beckens und ausatmend entspannen, lass das Becken eintauchen, lass die Füße auseinanderfließen. Mach das noch ein paar Mal. Wenn du das nächste Mal einatmest, dann heb auch noch die Arme nach vorn, zieh die Füße aufeinander zu, ausatmen, lass die Füße voneinander wegleiten, streck dich, einatmen, Kraft spüren, ausatmen, entspannen, ein letztes Mal, einatmen, Füße zueinander, richte dich auf in den ersten Helden, ausatmen, komm hier an und justier nach, sodass du dich hier wohlfühlst. Und dann verweile. Dann spür den Stand, die Beine, die Füße, die Erde. Dann die Aufrichtung, das Becken, die Flanken, den Brustkorb, die Arme, den Scheitel nach oben. Nimm dich wahr und nimm den Körper wahr. Nimm die Atmung wahr und atme ein und komm mit dem nächsten Ausatmen nach vorn an den Oberschenkel. Einatmen, streck die Arme noch einmal ganz lang. Ausatmen, komm zurück in den Hund. Einatmen, den hohen Liegestütz. Ausatmen, die Bauchlage. Einatmen, eine angenehme Rückbeuge. Ausatmen, der Hund.
Dein rechtes Bein wieder nach oben. Beug diesmal hier dein Knie, schieb die Fußsohle Richtung Himmel und dreh die Hüfte auf, schieb den Fuß nach links, heb die rechte Hüfte hoch. Atme in die Weite der rechten Seite. Beobachte ihre Qualität, diese Atmung. Dann führ das rechte Knie zum Brustkorb nach vorn und stell den Fuß auf. Und dreh das hintere Bein auswärts, sodass die Ferse nach innen setzt. Komm mit beiden Händen nach innen an die Innenseite des rechten Fußes und beug dein rechtes Knie. Beobachte die Dehnung, die jetzt in der Innenseite des linken Oberschenkels entsteht. Eventuell kann die Atmung dorthin strömen, in den Körper, in die Dehnung. Dann lauf mit beiden Händen etwas nach links. Schau nochmal, dass du dein rechtes Knie nicht mitnimmst, sondern nach außen führst. Beug es angenehm an. Und wenn du noch weitergehen möchtest, dann wander mit den Händen weiter weg und lass dein Brustbein Richtung Erde schmelzen. Was macht jetzt die Dehnung mit dir? Wie fühlt sich das an? In dir, in deinem Körper? In deiner Atmung? In deinem Geist? Und dann wander wieder zurück. Die rechte Hand wieder nach außen, linke Hand auf die Matte. Jetzt stütze dich auf den rechten Oberschenkel und komm langsam nach oben hoch. Und orientiere den Oberkörper mehr nach links. Justiere die Schrittstellung, sodass du nicht zu weit und nicht zu eng mit den Füßen orientiert bist. Dein rechtes Knie nach vorn beugen. Und wir gehen von hier in den zweiten Halt. Finde Halt nach unten, die Sicherheit, dann die Leichtigkeit und die Freiheit im Oberkörper, um zu wachsen, um lebendig zu sein. Dann breite die Arme aus und bring den Blick nach rechts, über den rechten Arm. Such dir einen Punkt in der Weite und der Ferne aus. Und bring die Aufmerksamkeit zu dir, justiere nochmal nach, dass es für dich gut ist in diesem Asana. Und spür deinen Körper. Eigentlich ist es dein Körper, der sich selbst spürt. Hier in dieser Haltung. Bleib bei der Aufmerksamkeit. Führ sie nach innen, nicht nach außen, nicht in das, was um dich rum ist. Immer wenn du merkst, du driftest weg mit dem Geist, mit den Gedanken, dann komm zu dieser Haltung zurück und spür dich. Senk die linke Hand nach unten auf dein Bein, dreh den rechten Arm auswärts, streck ihn hoch zum Himmel, streck die rechte Flanke. Finde Halt im Bereich deiner Körpermitte und neig dich aus diesem Halt heraus nach links. Spür die Weite, den Raum, den du der rechten Seite kreierst. Lass diesen Raum atmen. Und immer bei dir bleiben. Wenn du merkst, da brennt jetzt der rechte Oberschenkel, dann lass ihn brennen. Oder just hier nach. Beobachte den Geist. Wie geht's dir? In welchem Modus bist du hier? Komm wieder zurück in den zweiten Halten. Und mit den Händen zurück zur Erde, zurück in den Hund. Atme tief durch. Einatmend Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmend das Kind. Einatmen wieder nach oben, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen, der hohe Liegestütz. Ausatmen, die Bauchlage. Einatmen, die Rückbeuge. Ausatmen, der abwärts schauende Hund.
Heb dein linkes Bein nach oben hoch und dann beug dein rechtes Knie. Das schafft dir die Möglichkeit, das linke Bein weiter nach hinten hoch zu schieben, dich wirklich lang zu strecken und dann senk die rechte Ferse etwas tiefer, so wie das für dich jetzt im Augenblick passt. Atme. Jetzt komme den Schultern nach vorn, zieh dein Knie nach vorn zum Brustkorb, halte hier kurz inne in der Position, beobachte die Atmung. Wie verändert die sich jetzt, wenn die Kraft nötig ist, um dich in dieser Haltung zu stabilisieren? Das verändert die Atmung, verändert auch den Geist. Wie geht's dir hier? Wie fühlst du dich? Was macht das mit dir? Mal tief durchatmen, linkes Knie richtig hochziehen und den Fuß aufsetzen. Einatmen, die Füße zueinander ziehen. Spür die Kraft in den Beinen, die Kraft, die dein Becken hebt. Ausatmen, lass die Füße auseinanderfließen. Spür die Dehnung, wenn das Becken nach unten sinkt. Und mach das für dich weiter. Und wenn du das nächste Mal einatmest, zieh nicht nur die Füße zusammen, streck auch die Arme nach vorn. Und ausatmen, bring die Arme diesmal nach hinten. Einatmen, die Arme nach vorn, die Füße zueinander ziehen. Ausatmen, die Füße auseinandergleiten lassen, die Arme nach hinten. Nochmal einatmen und ausatmen. Letztes Mal einatmen, schwing dich hoch. Der erste hält. Ausatmen. Entspannen und ankommen. Und dann just hier nach. Finde eine für dich bequeme Position. Weniger nach außen denken, wie das aussehen soll, sondern nach innen fühlend. Wie es für dich jetzt passt. Komm genau dort an. Atme. Spür dich. Mal einatmen. Ausatmen, komm nach vorne in den Oberschenkel. Atme ein, streck dich lang nach vorn. Und ausatmen, komm zurück in den Hund. Einatmen, Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen nach oben, Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Zieh dein linkes Bein wieder an, winkel dein Knie, schieb die Fußsohle nach oben Richtung Himmel und dreh die Hüfte auf, linke Hüfte über die rechte. Nimm die linke Flanke wahr im Vergleich zur rechten. Nimm die Atmung wahr, wohin sie jetzt fließt. Nimm sie dein linkes Knie vor zum Brustkorb und stell den Fuß auf. Dreh das hintere Bein auswärts, sodass die Ferse zum Boden kommt und wandere mit beiden Händen nach innen, rechts neben den Fuß. Linkes Knie angenehm beugen, sodass du eine für dich gute Dehnung im rechten Oberschenkel, in der Innenseite, den Adduktoren spürst. Und atmen. Und dann wandere mit beiden Händen etwas weiter nach rechts. Und erinnere dich daran, das linke Knie nicht mitzunehmen, sondern eher nach außen anzulehnen und es zu beugen. Auch wenn du mehr magst, dann wandere mit den Händen weiter weg und erlaub dem Brustraum Richtung Erde zu sinken. Wie fühlt sich da jetzt die Dehnung an in dir? Was spürt dein Körper? Dann wander wieder zurück, stütz dich auf den linken Oberschenkel und komm langsam hoch. Auch hier der zweite hält, Virabhadrasana 2. Richte dich zunächst hier gut ein. Das beginnt im Abstand der Füße zueinander. Beginnt in den Knien, rechtes Knie ist gestreckt, linkes Knie gut gebeugt. Dann den Oberkörper aufrichten. Und breite die Arme aus.
Und schaue den linken Arm in einen Punkt in der Weite, in der Ferne. Ein Punkt, der den Geist fixiert auf etwas, auf einen Fokus. Und dieser Fokus lädt dich an, immer wieder die Gedanken loszulassen. Vom Außen nach innen zu kommen. In die Aufmerksamkeit zu deinem Körper. Wie fühlt er sich in diesem Asana? Wie fühlt sich die Atmung in deinem Körper an? Senk die rechte Hand auf dein Bein als Stütze, dreh den linken Arm auswärts und streck ihn hoch. Kreier Weite in der linken Seite, kreier Stabilität im Rumpf und neig dich nach rechts. Und dann diese Weite, die du hier geschaffen hast in der linken Seite, lass sie angenehm werden, sodass die Atmung eingeladen ist, diese Weite auszukosten. Dann richte dich wieder auf und löse auf, bring die Hände zurück zur Erde, komm zurück in den Hund. Komm hier an und spür nach. Einatmen der hohe Liegestütz, ausatmen die Bauchlage. Einatmen eine Rückbeuge deiner Wahl, ausatmen der Adwärtsschauende Hund. Einatmen, heb dein rechtes Bein nach oben, ausatmen, setz den Fuß nach vorn. Bring dein linkes Knie zur Erde und beobachte die Entspannung der Beine, die du dir dadurch schenkst. Dann richte dich über dem rechten Oberschenkel auf. Wir gehen hier in eine Drehung. Du kannst je nach Wunsch linke Hand auf das Knie setzen und den rechten Arm nach oben oder schräg nach hinten ausstrecken. Oder du bringst, wenn du diese Drehung wirklich auskosten möchtest, den linken Ellenbogen außen an das rechte Knie, drückst mit Knie und Ellenbogen gegeneinander, linke Handfläche zeigt hoch, bring da die rechte Handfläche hinein und dreh dich jetzt nach rechts. Was macht deine Drehung mit dem Körpergefühl? Was spürt dein Körper? Was spürt deine Atmung? Und eine kleine Beobachtungsaufgabe, wenn wir etwas verändern. Beobachte, was da passiert. Stell den hinteren Fuß auf die Zehenballen und beginn langsam das hintere Knie zu strecken, dein Bein zu strecken. Was macht das mit dir? Was passiert, wenn es vielleicht nicht ganz so stabil ist? Was macht der Geist? Was macht das mit dir? Atme aus, streck die Arme von dir weg. Atme ein, richte dich auf. Ups, ja, noch einmal der erste hält nach oben. Und ausatmen, kommt zurück in den Hund. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen nach oben, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Heb dein linkes Bein nach oben hoch und setz den Fuß nach vorne auf. Bring dein rechtes Knie zur Erde. Jetzt stützt dich über den linken Oberschenkel nach oben auf. Analog die zweite Seite. Wenn du die Drehung sanft magst, bring die rechte Hand an das Knie. Dreh dich nach links, streck den linken Arm seitlich hoch. Wenn du sie intensiver mögst, bring den rechten Ellenbogen außen gegen das linke Knie. Drück Knie und Ellenbogen zusammen. Leg die linke Handfläche von oben in die rechte hinein.
und dreh dich daran nach links auf. Nimm dich wahr. Was fühlt dein Körper in dieser zweiten Seite? Ist es weicher? Ist es fester? Geht es weiter oder weniger weit? Oder ist es ähnlich wie auf der anderen Seite auch? Beobachte das einfach. Und was macht die Atmung hier? Was ergründet sie für Räume? Den rechten Fuß bitte langsam aufsetzen. Dein rechtes Knie langsam strecken. Und wieder ankommen. Verweile und atme. Gehen wir mit ein bisschen Schwung zurück. Einatmen, kommen nach vorn und hoch in den ersten Held. Ausatmen, nach unten zurück in den abwärtsschauenden Hund. Spür nach. Einatmen in der Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen das Kind. Einatmen nach oben, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen der abwärtsschauende Hund, streck dich hoch. Einatmen, komm zurück, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen das Kind. Und dann fließ mit der Bewegung ein paar Mal weiter durch diesen Rhythmus. Katze, Pferd, dann der Hund. Und alles wieder zurück bis zum Kind. Mach das für dich ein paar Momente und entdeck die Atmung, die dich trägt durch diese Sequenz. Es ist die Atmung, die dich führt und die Bewegung folgt einfach. Und wenn du das nächste Mal im abwärtsschauenden Hund angekommen bist, dann bleib dort einen Augenblick. Komm gern wieder in die Bewegung, um wirklich in diesem Asana zu sein, mit Körper und Geist. Nimm das alles wahr. Und dann komm zum Vierfüßler und zum Sitz. Bring hier die Füße nach vorn. Ein Drehsitz, stell den rechten Fuß bitte auf. Das kann innen oder außen am linken Bein sein, je nachdem, was eine Hüfte hier mag an Mobilität. Der linke Arm an das Bein, der rechte Arm nach hinten. Finde deine Wohlfühldrehung. Und dann bleib bei dir. Aber wenn es jetzt ein bisschen ruhiger wird, der Geist vielleicht wieder aktiver werden könnte, immer wenn du das beobachtest, dass die Gedanken woanders sind, dann ist es gar nicht wild, das ist ganz normal. Dann lad sie einfach wieder ein zum Spüren. Nimm dich wahr, immer wieder neu. Immer wenn du merkst, die Gedanken gehen weg, dann bring sie zurück zu dir. Mit einer liebevollen Aufmerksamkeit kannst du den Körper spüren. Die Drehung, sogar die Feinstruktur deines Körpers, welche Fasern hier aktiv sind, langgezogen werden. Wie die Atmung ankommt in dir. Dann komm wieder zurück.
die andere Seite. Wie fühlt die sich an? Gerade jetzt zu Beginn. Und dann kommt peu à peu hier in dieser Drehung an. Und das ist die Atmung, die dich dabei begleitet. Sie lässt dich ankommen. Sie ist ein Anker für deinen Geist. Bleib immer wieder bei dir. Und dann geh den Weg wieder zurück nach vorn. Stell die Füße auf. Wir gehen etwas anspruchsvoller in eine Kraft der Mitte des Körpers. Lehn dich ein bisschen zurück im Schulterbereich, dass die Füße sich vom Boden lösen können. Heb sie nach vorn, schließ den Beckenboden, finde Stabilität und vielleicht magst du noch die Arme nach vorn bringen, dich ausbalancieren. Wenn es nicht gleich klappt, dann probier es immer wieder neu einfach, ohne dich darüber zu ärgern. Immer wieder entdecken, probieren und ankommen. Und wenn du da bist und mehr magst, dann streck die Beine weiter nach vorn. Und nimm dich wahr, wo ist jetzt Anspruch, Kraft, wo zittert und vibriert was? Atmest du noch? Wie geht's dir? Einmal tief atmen und die Füße aufsetzen. Greif die Schienenbeine. Verweile. Beobachte, wie sich eine Anspannung löst, zu einer Entspannung wird. Wie das auch die Atmung verändert. Viel feiner, viel tiefer und viel leichter wird. Wir kontrastieren das nochmal. Bitte dich wieder ein Stück dich zurückzulehnen, die Beine langsam abzuheben, die Arme nach vorn zu strecken und zu schauen, was passiert im Körper, wenn eine Spannung entsteht. Was macht das mit dir, der Atmung und dem Geist? Spannt sich der Geist auch an? Wird er fest? Oder kannst du ihn nochmal entspannen und diese kraftvolle Ruhe entdecken? Vielleicht die auch ausbreiten, wenn du die Beine nach vorne hochschiebst. Nochmal tief durchatmen und dann löst wieder auf, greif die Schienenbeine und spür nach. Gerade auch diese Veränderung. Und dann such dir bitte einen gemütlichen Sitz aus. Wir verlassen jetzt den Asana-Teil dieser Yoga-Klasse und gehen weiter. Wir gehen hin zur Atmung und dann zu einer Meditationserfahrung. Und das wird alles etwas leichter, wenn du wirklich bequem sitzt, also auf einer Unterlage und mit all den Hilfsmitteln, die du für dich jetzt nutzen möchtest. Nutz sie bitte. Gut. Der weitere Weg führt uns jetzt vom Körper zur Atmung. Und das ist auch ein Weg, den Yoga geht, denn wenn wir wirklich die Yoga-Praxis auf ihren eigentlichen Sinn und Zweck, auf ihre Essenz zurückführen, dann praktizieren wir Yoga körperlich eigentlich nur darum,
damit eine Wirkung entsteht. Und die Wirkung, die wir uns mit der Yoga-Praxis schenken möchten, das ist ein Körpergefühl, das möglichst frei von Verspannungen und festen Bereichen ist und möglichst lebendig und durchlässig wird. Ja, und eigentlich ist die gesamte körperliche Yoga-Praxis auf dieses Ziel ausgerichtet. Ein lebendiger, freier Körper, der gleichzeitig auch natürlich stabilisiert oder auch genährt sich anfühlt. Und das ist eigentlich alles nur die Grundlage für das, was kommt, also die Atmung und Meditation. Ja, unser Körper soll ein Wohlfühl-Zuhause werden, damit wir jetzt nicht so auf körperliche Beschwerden uns fokussieren müssten, damit der Geist sich auch nicht darin versteift, in das, was im Körper ist und wie er sich anfühlt, sondern der gesamte Körper gelöst sein kann, sodass wir uns wirklich jetzt etwas anderem zuwenden können. Und dafür bitte ich dich nochmal, den Sitz so einzurichten, dass du das Gefühl hast, du bist aufgerichtet, entspannt und durchlässig. Und das hat eine Wirkung auf die Atmung. Denn jetzt muss die Atmung nicht gegen Widerstände atmen. Die ist nicht fest in ihrem Fluss. Die kann frei und fein und gelöst fließen. Gut, und wir werden das jetzt gleich beobachten. Dann möchte ich dir noch einen äußerlichen Input geben. Das ist eine Atemtechnik, in der wir auf einen Zellrhythmus atmen. Und nach dieser Atemtechnik tauchen wir wirklich nach innen ein und ich gebe dann wenig Input von außen, sodass du Zeit für dich hast. Die Atemtechnik, ich erkläre sie kurz noch, ist eine gezählte Atmung. In der Yoga-Tradition heißt sie Savitri Pranayama. Savitri, etwas aufzählen. Und Pranayama sind immer Atemtechniken, die das Atemvolumen verändern und vertiefen möchten, die Atmung in ein bestimmtes Verhältnis lenken möchten. Auch ein Verhältnis zwischen Ein- und Ausatmung und Atempausen. Wir werden einen Grundzellrhythmus von 6:3 nutzen. Also 6 Sekunden für die Einatmung und 6 Sekunden für die Ausatmung nutzen. Und dazwischen jeweils 3 Sekunden eine Pause einlegen. So. Mach das mit, solange du das Gefühl hast, es ist okay. Ja? Es bringt dich nicht in eine Atemnot. Es macht kein unwohles Gefühl, sondern du hast so ein Gefühl, idealerweise, dass die Atmung sich darauf einlässt, sich verfeinert und verlängert und sich das ja eher natürlich anfühlt. Wenn du nicht diese Erfahrung machen kannst, dann steig aus. Atme für dich selbst oder lass es einfach atmen, so wie es das möchte. Also wenn du dich unwohl fühlst, steig aus. Wenn es schwindelig wird, steig aus. Wenn du Kopfschmerzen bekommst oder wenn du schwanger bist, dann einfach für dich selbst etwas entstehen lassen. Eine Atmung, die sich harmonisch anfühlt. Gut. Ich zähle den Rhythmus vor und du bist einfach eingeladen, ihm zu folgen. Und dann schließ die Augen bitte. Jetzt bring den Geist von außen nach innen. Schenk deinem Körper die Möglichkeit, sich selbst zu spüren. Und dann beobachte die Atmung. Und beobachten, das meint, dass du sie gar nicht kontrollieren oder verändern müsstest. Beobachte einfach, was jetzt ist. Wann die Einatmung bekommt und Raum erfährt. Wenn du den Impuls für die Ausatmung bekommst und der Raum aus der Weite und Fülle zurückkehrt nach innen. Beobachte einfach das Einatmen
und das Ausatmen. Und da wir im Moment eine geführte Atmung in den Mittelpunkt dieser Praxis stellen wollen, die Atmung also bewusst verändern, kannst du das hier schon tun. Beobachten, wann der Atemimpuls entsteht und den dann etwas verlängern, vertiefen. Du leitest die Atmung hin zu mehr Tiefe und Ruhe. Atme beim nächsten Mal tief und fein ein, mit viel Ruhe. Genauso tief und fein und ruhig aus. Nochmal in diesem Modus tief ein, ganz in Ruhe. Und tief aus, auch hier ganz in Ruhe. Jetzt ungefähr 6 Sekunden lang atme ein. 2, 3, 4, 5, 6. Halte kurz an. 2, 3, atme aus. 2, 3, 4, 5. 6, eine kleine Pause in der Leere, 2, 3, in Ruhe ein, 2, 3, 4, 5, 6, eine Pause in der Fülle und sanft ausatmen, 2, 3, 4, 5, 6, eine Pause in der Atemleere und sanft ein, 2, 3, 4, 5, 6, Pause. Sanft aus. 2, 3, 4, 5, 6. Und Pause. 2, 3. Sanft ein. 2, 3, 4, 5, 6. Pause. 2, 3. Sanft aus. 2, 3, 4, 5, 6. Und Pause. 2, 3. Sanft ein. 4, 5, 6, Pause, 2, 3, sanft aus, 2, 3, 4, 5, 6 und Pause, 2, 3, sanft ein, 4, 5, 6, Pause, sanft aus, 4, 5, 6, Pause, sanft ein, 4, 5, 6 und Pause, sanft aus, 2, 4, 5, 6 und Pause, letzte Runde, sanft ein, 2, 3, sanft ein und dann lass es atmen. Nimm einfach wahr, wie kommt jetzt die Ausatmung und die Einatmung? Ist das so ähnlich, das Atemgefühl wie vorhin, vor dieser Übung? Oder ist das jetzt etwas anders?
Ist das jetzt ein durchgängiger Atemfluss oder sind immer noch kleine Pausen in der Einatemfülle, in der Ausatemleere oder in beiden dieser Wendepunkte? Und dann lass die Idee los, die Atmung zu beeinflussen oder zu lenken. Es ist also nicht mehr so, dass wir die Aufmerksamkeit auf den Atemfluss draufsetzen. Und da keine Kontrolle mehr ausüben müssten. Sondern eher so, dass die Aufmerksamkeit in den Atemfluss eintaucht. Die Aufmerksamkeit verwebt sich mit der Atmung. Und sei es nur für einen Moment. Ja, denn manchmal passiert es einfach, dass der Geist sofort wieder wegspringt. Und immer wenn du das beobachtest, dann lad ihn immer wieder ganz liebevoll ein, die Atmung zu beobachten und sich mit ihr zu verbinden. Dann ist der Geist mal wieder da, dann wieder weg, dann hol ihn wieder zurück zur Atmung. Und wenn er wieder weg ist, dann bring ihn wieder zur Atmung. Immer wieder. Einfach nur die Erfahrung entstehen lassen, mit der Atmung verbunden zu sein und dort auch mal für einen Moment zu bleiben. Wenn es dir gelingt, dich darauf einzulassen. Das muss nicht jetzt sein. Vielleicht ist das auch eine Übungspraxis, die es dir ermöglicht, zu diesem Punkt zu kommen. Wenn es dir gelingt, dich darauf einzulassen, dann entsteht wie eine Art Perspektivwechsel in dir. Dann bist nicht mehr du es als Person, die atmet, sondern dann bist du es als Person, die geatmet wird. Ja, wenn die Aufmerksamkeit sich mit der Atmung verwebt, entsteht eine ganz tiefe innere Erfahrung, dass es dich atmet. Du wirst geatmet. Und das ist immer da, dieses Gefühl. Es ist ganz tief in dir da. Du wirst geatmet. Es atmet dich.
Es atmet dich, dein Geist ist aufmerksam, ist in der Atmung. Und alles wird eins, der Körper, der geatmet wird, dein Geist, der in der Atmung verbunden ist. Und da in dieser Tiefe deiner Atmung, an diesem Gefühl, dass du eins bist mit deiner Atmung, dass die Atmung dich zu einer Einheit werden lässt, da löst sich auch der Geist auf in ein Gefühl einer inneren Ruhe und Stille. Er tendiert dann nicht mehr zur Aktivität und zu den Gedanken. Er tendiert aber auch nicht zur Lethargie und Schwere. Er ist genau in der Mitte, in einer klaren, wachen Ruhe. Und die Atmung trägt ihn dorthin. Und da in dieser tiefen inneren Verbundenheit breitet sich auch ein Gefühl der Zeitlosigkeit aus. Du bist ganz hier, ganz im Jetzt. Und im Jetzt erfährst du eine tiefe innere Ruhe, vielleicht auch ein Gefühl der Zeitlosigkeit. Dann lass uns langsam aus dieser Erfahrung wieder die Aufmerksamkeit lenken hin zur Atmung. Gerne auch in ein Gefühl, die Atmung wieder zu lenken, zu vertiefen. Dann verändert sich auch die Haltung des Geistes. Dann ist es nicht mehr diese tiefe Verbundenheit, sondern dann wird alles wieder präsenter, dann ist der Körper präsenter. Dann beginnt die Welt um uns herum wieder präsent zu werden. Lass gern noch die Augen geschlossen, wenn du magst, und bring die Hände vor dem Herz zueinander. Vielleicht das kleines Dankeschön in dieser Geste, dass die Erfahrung der Zeitlosigkeit in dir ruht, dass die Erfahrung Zeit zu finden nichts Äußeres ist, sondern etwas Inneres, tief in dir.
Und die Gewissheit zu haben, dass die Atmung ein Anker ist, den du immer wieder setzen kannst, um zu dir zurückzukehren. Auch wenn die äußere Welt so ist, wie sie ist und nicht immer leicht und harmonisch und einfach ist, sondern auch dann, wenn es mal sehr fordernd ist, wie in dieser Pandemie, gerade dann, wenn die Welt so ist, wie sie ist, lohnt es sich, in dir zu sein. Atme beim nächsten Mal tiefer aus. Und wenn du einatmest, dann bring die Arme zur Seite, mach einen großen Bogen nach oben über den Kopf. Atme aus, bring die Hände vor die Stirn, für die Weisheit in dir, vor den Mund, für die Weisheit deiner Worte, vor das Herz, für die Weisheit deines Herzens und die Liebe, die du in dir trägst. Nochmal einatmen, die Arme über die Seite ausbreiten, nach oben bringen. Ausatmen, Hände vor die Stirn, Mund und den Herzraum. Und wenn du möchtest, dann beende diese gemeinsame Klasse mit einer Verneigung vor dir und dem, was du dir schenkst. Ja, ich danke dir, dass du dir Zeit für dich geschenkt hast. Und vielleicht hast du gemerkt, dass diese Aufmerksamkeit nach innen zu bringen, die Atmung zu beobachten, sie auch loszulassen und mit diesem Perspektivwechsel zu arbeiten, dass du nicht mehr die Atmung veränderst, du nicht diejenige oder derjenige bist, der oder die atmet, sondern du wirst geatmet. Also bring die Aufmerksamkeit nicht auf die Atmung, sondern verweben sie in die Atmung hinein. Und dieser Perspektivwechsel ist sehr interessant. Vielleicht hast du die Erfahrung gemacht, dass es dir gut gelingt. Vielleicht auch, dass es eher so eine theoretische Idee ist, weil der Geist sowieso immer sofort woanders ist. Dann nimm das an. Ja, als kleine Aufgabe für dich, immer wieder dir Zeit zu schenken für dich. Das kann vielleicht mal morgens sein, wenn du aufstehst, kurz anhalten, dich hinsetzen. Einfach mal dich spüren, die Atmung spüren. Und in diesen Versuchen, diesen Perspektivwechsel zu ergründen zwischen ich atme und ich werde geatmet. Oder vielleicht abends nach dem Ausklang des Tages, bevor du dich ins Bett wirklich hineinlegst. Und mit Übung entsteht ein Weg. Und dieser Weg führt dich immer näher zu diesem Punkt. Und ich möchte dich einladen und ermuntern, dir jeden Tag, wenn das geht, Zeit zu schaffen für dich selbst. Das muss nicht eine Stunde sein, so wie wir in unseren Yoga-Klassen hier. Das kann auch ganz homöopathisch sein. Mal 5 Minuten, mal 3 Minuten, mal ein paar Atemzüge. Einfach in diesen inneren Zustand, diese innere Haltung einzutauchen. Und zu schauen, wie das ist und was daraus entsteht. Für heute danke ich dir, dass du das mitgemacht hast und wünsche dir einen guten Weg durch den Tag hindurch. Namaste.